Wir werden gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien. Wir werden unterstützt von Acolono, Acquia, Tronomics, ProPeople, Knallgrau, WebShapers und Sensations. Ja gut, dann werden wir mit der ersten Session beginnen, Sitebuilding. Zu meiner Person, mein Name ist Philipp Mellab, ich bin freiberuflicher Entwickler und Berater zum Thema Drupal. Und mein Kollege hier, Sebastian Simpson, ist CTO der Agentur Sensations und beschäftigt sich auch schon seit Jahren mit Drupal. Und wir werden einen Überblick geben, was ist Sitebuilding und wie wird Sitebuilding in Drupal 8 jetzt im Speziellen umgesetzt. Ganz grob, was bedeutet Sitebuilding eigentlich? Sitebuilding, darunter verstehen wir, eine Webseite aufzubauen mit Drupal, ohne direkt zu programmieren. Das bedeutet, man verwendet vorhandene Komponenten, um einzelne Seiten und Funktionen abzubilden. Als einfaches Beispiel, andere Systeme liefern vielleicht eine Extension oder ein Modul für eine Bildergalerie. So etwas wird man in Drupal kaum finden. Stattdessen bietet Drupal die Funktion, Bilder hochzuladen und zu speichern und grundsätzlich Datenlisten auszugeben über beliebige Datenmengen, woraus man sich dann sehr schnell und ohne große Vorkenntnisse eine Bildergalerie zusammengestellt hat. Also das ist grob das, was man unter Sitebuilding versteht. Zuerst beginnen wir damit, wie starte ich ein Drupal-Projekt, im Speziellen jetzt ein Drupal 8-Projekt. Zuerst installieren wir die Website auf unserem Live-Server, auf dem Live-System, wo sie eigentlich am Ende laufen sollte. Man wählt ein Installationsprofil aus. Installationsprofile in Drupal sind vorkonfigurierte Funktionen, mit der man sein Projekt sehr schnell starten kann. Es gibt standardmäßig mit Drupal ausgeliefert wird das Standardprofil, in dem grundlegende Funktionen für Content editieren und Benutzerverwaltung vorhanden sind, das man auch sehr gut verwenden kann, um schnell Funktionen auszuprobieren. Wenn man ein sehr spezifisches Projekt beginnt, wird man jedoch sehr oft diese Funktionen wieder verändern oder überhaupt entfernen müssen. Dafür bietet sich dann das Minimal-Profil mehr an, das sozusagen die weiße Leinwand darstellt. Oder wenn man den etwas professionelleren Ansatz wählt, kann man auch in die Richtung gehen, sich selbst schon ein Profil zusammenzustellen, mit dem man eigene Projekte startet, um noch schneller voranzukommen. Wir können jetzt dann kurz die Installation zeigen. Als erstes kann man die Sprache wählen. Erstmals in Drupal 8 ist die Standardsprache nicht Englisch und man hat zusätzlich die Übersetzungen, sondern man wählt wirklich die Wurzelsprache des Systems, in dem es betrieben wird. Dann im nächsten Screen können wir die beiden besprochenen Profile auswählen oder im Idealfall die selbst hinzugefügten. Jetzt nehmen wir Standard. Dann, wie auch in anderen Systemen üblich, werden Datenbank-Zugangsinformationen eingegeben. Und die Website selbst wird installiert. Im nächsten Schritt werden wir dann diese installierte Website ohne jegliche Veränderung in unsere Entwicklungsumgebung kopieren und dort weiterarbeiten. Welchen Sinn das hat, sehen wir dann gegen Ende der Präsentation. Wir führen diesen Schritt jetzt noch zu Ende, das dauert ein wenig. Drupal 8 ist im Umfang natürlich gewachsen im Vergleich zu Drupal 7. Im letzten Schritt konfigurieren wir dann die initialen Parameter der Seite, Seitentitel, Seitenbezeichnung, die E-Mail-Adressen und den Administratoren-Account. Das sind jedoch weitestgehend selbsterklärende Formulare. Die Module, die im Standardinstallationsprofil mitgeliefert werden, beinhalten eine Grundfunktion, wie Philipp bereits erwähnt hat, um Blöcke und Inhaltstypen zu erstellen.
Im Minimalinstallationsprofil aktuell sind nur 7 Module dort enthalten, läuft die Installation natürlich wesentlich schneller ab. Für den professionellen Anspruch jedoch empfiehlt sich immer eben, wie gesagt, das Custom-Installationsprofil selber zu erstellen, um dann auch die Funktionen zu bündeln und zugeschnittene Seiten zu machen, die auf Anhieb installiert und verwendet werden können. Natürlich ohne die dann später einzuspielenden Inhalte. Kurze Frage. Was braucht man beim Provider für Voraussetzungen? PHP und MySQL? Für Drupal 8 ist PHP 5.4 jetzt erforderlich, weil Trades verwendet werden. Und eine MySQL, SQLite oder Postgres-Datenbank. Wir haben am Nachmittag einen Talk zur Entwicklungsumgebung. Wir werden da dann noch darauf zurückkommen und die genauen Anforderungen von Drupal näher bringen. Da bin ich mir jetzt gar nicht MySQL sicher. MySQL Version 5 aufwärts. 5 aufwärts, ja. Frage bitte ja. Wiederholen. Also die Frage war, welche MySQL Version ist erforderlich? Und wie beantwortet 5 aufwärts? Eine weitere Neuerung beim Installationsvorgang in Drupal 8 ist, dass die Sprache, die zunächst ausgewählt wird, direkt dazu führt, dass die Übersetzungsdaten direkt während der Installation von einem Übersetzungsserver importiert werden. Und das ist das, was jetzt lange dauert. Das ist das, was jetzt eben ein bisschen dauert. Was dort passiert, ist eben, dass der Übersetzungsserver von Drupal selber nach den Übersetzungsdaten von der Sprache, die wir zunächst ausgewählt haben, abgefragt wird. Es werden PO-Dateien downgeloadet und in der Seite sofort eingespielt. Das heißt, wenn die Seiteninstallation abgeschlossen ist, ist meine Installation sofort auf Deutsch verfügbar und oder in jeder anderen beliebigen Sprache. Dabei ist aber jetzt noch zu erwähnen, dass der Übersetzungsgrad, also die Vollständigkeit der Übersetzung, aktuell natürlich noch nicht 100% entspricht. Das liegt einfach daran, dass sich ein Großteil der Strings, die wir übersetzen müssen in Drupal, zu Drupal 7 natürlich in erster Linie mal verändert haben. Das bedeutet, die Daten, die in Drupal 7 vorhanden waren, können nicht eins zu eins übernommen werden. Und es wird einfach eine gewisse Zeit dauern, bis das gesamte Interface, besonders auch das Interface von erweiterten Modulen, zu 100% übersetzt ist und dann auch bei der Installation vollständig importiert werden kann. Also wir werden jetzt auf englische Wörter im Interface stoßen. Wir sind nicht daran schuld, sie wurden trotzdem auf Deutsch installiert. Genau. Gut. Wie bereits erwähnt, haben wir jetzt hier die Formularfelder, mit der wir unsere initialen Seitenparameter definieren können. Die Administratoren-E-Mail-Adresse, unseren Administratoren-Account sowie das Passwort. Vielleicht kurz zu erwähnen, hier wird ein normaler Drupal-User mit erstellt, für Leute, die noch nie mit Drupal gearbeitet haben, der in der Datenbank die ID 1 hat und dieser Account umgeht eigentlich im System sämtliche Sicherheitschecks. Also das ist so wie Root unter Linux. Exakt. Nach diesem letzten Schritt werden wir auf die Seite zurück redirected und erhalten die vom Standardprofil vorkonfigurierten Module und Inhaltstypen sowie das ausgewählte Theme, in dem Fall Batik, mit dem typischen Drupal-Blau. Genau. Das schauen wir uns jetzt noch kurz an und dann. So. Hier ist meine Drupal-Seite und jetzt geht's weiter im Text. Gut, also wir haben unsere Website im Live-System installiert. Wir haben den Clone in unserer Entwicklungsumgebung in diesem Fall schon vorbereitet und werden uns jetzt einmal damit beschäftigen, wie bilden wir Datenstrukturen in Drupal ab? Als zentralen Datentyp oder als zentrales Muster für Daten, sowohl Konfiguration als auch Inhalte, stellt Drupal ein Framework bereit, das nennt sich das Entity API. Entities sind einfache generische Datentypen, die, wie schon erwähnt, für die Konfiguration genauso wie für den Inhalt verwendet werden. Grundsätzlich liegen Inhaltsentities in der Datenbank. Inhaltsentities wären zum Beispiel Seiten oder Artikel, Blogposts etc. Konfigurationen werden im Dateisystem abgespeichert und sind dann exportierbar und auf einen anderen Server deploybar. Und es wäre weiterhin denkbar, eine Entity bereitzustellen, die von extern über eine Schnittstelle zum Beispiel bereitgestellt wird.
Entities sind über dieses Framework in einer Form definiert, die es ermöglicht, diese Datenstrukturen sowohl in Views, also in einem Modul, zu verwenden, als auch in anderen Modulen, die dann eben von der Drupal Community bereitgestellt werden, wie zum Beispiel Rules und so weiter. Diese Module bauen oder basieren eben auf die Metadatendefinitionen, die bei der Definierung eines Entity-Typen bereitgestellt werden und können dies dann, das dann konsumieren und daraus dann zum Beispiel, wie im Falle von Views, Listen generieren und im Falle von Rules zum Beispiel Aktionen ausführen, wenn ein gewisses Event auf der Seite passiert. Die einzelnen Entity-Typen sind wiederum unterteilbar in sogenannte Bundles, das sind Subtypen von Entities, die uns dann, darauf gehen wir erst im nächsten Schritt weiter ein, zum Beispiel erlauben, unterschiedlichen Typen unterschiedliche Felder, also erweiterte Daten an den Entity-Typen anzuhängen. Was vielleicht noch ein Punkt ist zur Entity-API, das ist jetzt etwas, womit man beim reinen Site-Building vermutlich nicht so stark in Berührung kommt. Es ist aber gut, den Grundsatz verstanden zu haben, wenn ich im Site-Building neue Datenstrukturen erstelle und diese basieren automatisch auf der Entity-API, funktionieren die auch mit anderen Subsystemen, ohne dass ich selbst etwas dazu tun muss. Im Einzelfall bedeutet das, wenn ich einen neuen Inhaltstypen Blogpost anlege im System und dann aber eine Liste generieren möchte, habe ich sofort die Möglichkeit, mich über das Views-Modul einzuklinken, dort diesen Entity, also den Node-Type Blogpost auszuwählen und dort eine Liste dann raus zu generieren. Entity Fields sind im Endeffekt nichts weiter als einfache Datenelemente, Datenbausteine, mit denen ich meine generischen Inhaltstypen erweitern kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen einfachen Blogpost erstellen möchte, was brauche ich für einen Blogpost? Ein Blogpost hat in erster Linie mal ein Textfeld, ein Bodyfeld im Endeffekt, wahrscheinlich ein Bild, ein Titelbild, unter Umständen weitere Referenzen auf andere Inhalte, Listenfelder und so weiter. Und diese konfiguriere ich über das User Interface, füge sie meinem Blogpost hinzu und habe dann bei der Erstellung meiner Inhalte die Möglichkeit, diese Daten einzuspeisen. Und dann auch natürlich in den Listen, die ich dann generiere, auszugeben. Diese einzelnen. Entschuldigung, da gibt es eine Frage. Die Frage war, ob Taxonomy Terms auch einzelne Entities sind. Ja, Taxonomy Terms sind einzelne Entity Types. Wie bereits erwähnt, Entities sind das zentrale System. Das heißt, alles in Drupal 8 ist inzwischen eine Entity. Users sind Entity, also die Benutzerprofile, Taxonomy, Vokabulare etc. Beantwortet das? In 7 war das auch so, dass Taxonomy Terms, einzelne Taxonomy Terms auch schon Entities waren. Es ist einfach jetzt wesentlich umfangreicher noch ausgebautes System. Die einzelnen Felder sind pro Bundle, also pro Node-Type zum Beispiel in dem Fall, also Blogpost in dem Fall, konfigurierbar. Ich kann definieren, ob ein einzelnes Feld ein Pflichtfeld ist oder optional ist. Ich kann definieren, ob es als Liste, als Checkbox oder als Radio-Buttons dargestellt wird. Ich kann definieren, wie die Reihenfolge in dem Formular des Blogposts zum Beispiel ausschaut. Und ich kann natürlich auch definieren, wie dann die Reihenfolge der einzelnen Felder in der Darstellung gerendert wird. Ja, und dann sehen wir uns als erste beispielhafte Entity und die, mit der man vermutlich auch am meisten in Berührung kommt, die Nodes an. Nodes, das Wort selbst übernommen aus bisherigen Drupal-Versionen, sind Entities spezialisiert auf Seiteninhalte. Das bedeutet rein statische Seiten, Blogposts, alles, was der Benutzer direkt zu Gesicht bekommt, was selbst eine URL hat. Sie haben zum Beispiel im Gegensatz zu anderen Entities einen Autor, das heißt, der Node speichert selbstständig mit, wer ihn angelegt hat. Er hat einen Zustand, ob er publiziert oder nicht publiziert ist und ob er im Frontend angezeigt wird. Nodes implementieren ein eigenes System für Zugriffsberechtigungen und haben auch die Möglichkeit, Revisionen zu erstellen und zwischen diesen zu springen. Das sind alles Punkte, die sie von anderen Entities unterscheiden. Und dann hat der Node auch, es gibt Node-Typen, das sind in diesem Fall die Entity-Bundles. Und darunter verstehen wir einzelne Typen, die wir anlegen, wie zum Beispiel Seite oder Artikel. Die können wir uns auch ansehen. Das administrative Interface für Nodes finden wir unter Structure und dann unter Inhaltstypen. Hier sehen wir die bereits beiden erwähnten Inhaltstypen, Artikel und einfache Seite. Genau.
Und jetzt sehen wir uns mal den Artikel an und sehen, dass für diesen insgesamt 4 Felder konfiguriert wurden. Der Body, der den Inhaltstext, den Artikeltext beinhalten wird. Kommentare sind auch in Feldern abgebildet. Ein Bild, das mir ein Datenfeld zur Verfügung stellt, in das ich ein Bild hochladen kann. Und Tags, wie schon einmal in einer Frage erwähnt, Taxonomie des Artikels. Und jetzt als Vergleich den anderen Node-Type einfache Seite, der deutlich weniger Felder hat, da es sich schlicht und einfach um eine Seite mit Inhalt handelt, wo jetzt keine, zumindest von Haus aus, keine weiteren Datenfelder vorgesehen sind. Wie wir da unten sehen, man kann jederzeit jedoch zu allen Inhaltstypen ein neues Feld hinzufügen. Man wählt dann den Feldtyp aus und gibt ihn einem Namen. Und somit kann man eigene Inhaltstypen erweitern. Diese Felder können 1-zu-n-Relationen abbilden. Das heißt, ich kann bei jedem Feld auswählen, kann ich nur einen Wert eingeben oder kann der Benutzer 2, 3 beliebig viele Werte angeben. Und kann damit meine Datenstruktur so modellieren, wie ich sie haben möchte. Wie bereits zuvor erwähnt, haben wir eben die sogenannten View Modes. Im Vergleich zu Drupal 7, View Modes gab es dort bereits schon, haben wir jetzt aber auch Form View Modes. Das ermöglicht uns, die verschiedenen Darstellungen der administrativen Oberfläche, in der ich einen Inhalt anlege, zu modellieren. Das bedeutet, ich kann definieren, in welcher Reihenfolge zum Beispiel die Formularelemente angezeigt werden und welches Steuerelement, welches Widget verwendet werden soll. Damit kann ich zum Beispiel beeinflussen, ob bei einem Listenfeld eine Selectbox, also ein Dropdown dargestellt wird oder Radio-Buttons, nur als Beispiel. Das Formular, wie es sich aktuell präsentiert, zum Beispiel für einen Inhaltstyp Artikel, wollte ich jetzt eigentlich anklicken. Präsentiert sich als solches. Eine weitere Spezialität des Entity Types Node ist, jede Node hat einen Titel. Und dieser Titel ist nicht in der Feldkonfiguration ersichtlich, weil er von der Node vorgegeben wird. Der kann auch nicht entfernt werden. Und das Formular präsentiert sich jetzt als einfaches Formular, so wie es von Drupal vom Standardinstallationsprofil angelegt wird. So, wir haben jetzt unseren ersten Artikel angelegt mit einem wunderschönen Bild unseres leitenden Veranstalters. Und im ersten Schritt wollen wir uns jetzt einmal ansehen, was wir mit dem Bild machen können. So wie es jetzt da ist, wer will das in Farbe sehen? Niemand. Deswegen sehen wir uns jetzt die Möglichkeiten an, wie wir Bilder in Drupal verändern können. Dazu gibt es das System Image Styles. In Drupal 6 war das noch ein Zusatzmodul, in Drupal 7 ist es in den Core gewandert, in Drupal 8 ist es noch ein wenig erweitert worden. Ich kann mit Image Styles in Drupal Bilder vor der Ausgabe in verschiedene Richtungen verändern. Ich kann sie vergrößern, verkleinern, schneiden, die Farbsättigung verändern. Und das Wichtige dabei ist, das hochgeladene Bild wird nicht verändert, sondern ich definiere mehrere Ausgabearten eines Bilds und bei der Ausgabe selbst sei das beim Einfügen in einen Freitext oder beim Anzeigen in einer Liste, kann ich auswählen, welcher Image-Style verwendet werden soll. Und genau das werden wir jetzt machen. Ups. Und zwar legen wir unter Konfiguration Bildstile hier haben wir dir die 3 vom Standardprofil mitgelieferten Bildstile, Large, Medium und Thumbnail, die das Bild einfach in eine gewisse Größe drücken. Und wir wollen jetzt einen neuen mit Schwarz-Weiß oder Black and White. Ein Bildstil beinhaltet mehrere Effekte. Zum Beispiel wollen wir das Bild zuerst entsättigen. Und wir sehen schon in der Vorschau, wie das Bild bearbeitet werden wird. Das heißt in diesem Fall schwarz-weiß. Dann sehen wir uns noch einmal unseren Inhalt an. Nicht den Typ, entschuldige, den Artikel, den du angelegt hast. Entschuldigung, ja, wir müssen natürlich die Ausgabe noch verändern.
Und zwar unter Felder verwalten, in Manage Display, Anzeige verwalten, kann man für jedes Feld definieren, wie es angezeigt wird. Und in diesem Fall habe ich jetzt unseren neuen Image Style Black and White zur Auswahl. Aktualisieren, speichern. Gut, jetzt ist es schwarz-weiß, aber viel zu groß. Es will niemand in Farbe sehen, es will schon gar nicht niemand so groß sehen. Deswegen fügen wir jetzt unseren neu erstellten Bildstil einen zweiten Effekt hinzu. Bildstile können beliebig viele Effekte haben, die man hintereinander schalten kann. Das heißt, wir entsättigen es und verkleinern es auch noch. Es ist etwas kleiner, meiner Meinung nach noch immer zu groß, aber ich glaube, wir können damit leben. Gut, dann wollen wir an diesem Punkt, gehen wir auf das Erstellen des Textes selbst ein. Streitbar wichtiger, aber offensichtlich sehr wichtiger Punkt von Drupal 8, VisiWik ist im Core out of the box enthalten. CK-Editor wurde voll ins System integriert. Grundsätzlich, was man dazu wissen muss, in Drupal existieren sogenannte Input-Filter, die auf Freitextfelder angewendet werden und die Eingabe des Benutzers, bevor der Text ins Frontend ausgegeben wird, noch einmal filtern. Damit werden unter anderem bösartige Tags entfernt, die vielleicht JavaScript ausführen oder irgendwie die Seite zerstören würden. Und wenn wir uns jetzt das Erstellungsformular des Beitrags kurz ansehen, dann haben wir hier unser Freitextfeld. Wir haben jetzt nicht einmal die Möglichkeit, eine Überschrift im Text zu notieren. Das liegt daran, dass das Textformat noch auf Basic HTML gestellt wurde. Wenn wir hier das ändern und auf Full HTML wechseln, haben wir plötzlich eine mannigfaltige Toolbar, können Überschriften definieren, können Bilder einfügen und haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, den Text zu editieren. Für uns ist jetzt natürlich interessant, wo genau kommt das her und wie können wir das verändern. Auch dazu finden wir in Konfiguration den Bereich Textformate, der in diesem Fall noch nicht übersetzt wurde. Und hier sehen wir, wir haben Basic HTML, das war das erste Textformat, das wir gesehen haben. Restricted HTML, das ist für Benutzer, denen man nicht so vertraut, dass sie wissen, was sie eingeben. Dort werden automatisch bösartige oder eventuell ungewollte Formatierungen gelöscht. Full HTML lässt alles zu. Und Klartext filtert jegliches HTML heraus. Man kann jetzt, wenn wir uns Basic HTML ansehen, grundsätzlich ganz oben definieren, welche Benutzer sind berechtigt, dieses Format zu verwenden. Das bedeutet, wenn ich Benutzer habe, denen ich nicht vertraue, gebe ich denen nur das Format Restricted HTML und sie können schon einmal nicht so viel an der Seite kaputt machen. Dann ein sehr wichtiger Punkt dabei, der Texteditor, CK-Editor wird mitgeliefert. Hier unten sehen wir, wie wir uns dann auch die Toolbar je nach Textformat konfigurieren können. Das System ist Plugin-basiert, das bedeutet, in Zukunft können auch weitere Module, weitere Editoren zur Auswahl mitliefern. Wir mögen keine Listen, den Grund müssen wir jetzt nicht genauer ausführen. Das bedeutet, wir entfernen einfach die Buttons für Listen und speichern. Und sehen, okay, die Listen-Buttons sind entfernt. Wie verhält sich das mit Listen, die schon erstellt worden sind? Das ist genau ein Punkt, zu dem ich gerade kommen wollte. Die Frage war, wie verhält sich das mit Listen, die bereits erstellt wurden? Drupal speichert grundsätzlich immer raw den Inhalt, den der Benutzer eingegeben hat. Filter werden dann appliziert bei der Ausgabe. Das heißt, wenn jetzt Listen schon in der Datenbank vorhanden sind und ich konfiguriere mein Textformat um, dass Listen nicht erlaubt sind, was wir übrigens da unten bei erlaubte HTML-Text noch machen müssten, da wird wahrscheinlich irgendwo Liste drinstehen, genau. Dann wird bei der nächsten Ausgabe des Inhalts die Liste gelöscht. Der Text selbst bleibt der gleiche, die Ausgabe verändert sich dadurch. Wir haben jetzt im ersten Schritt die Formular, also die
Toolbar-Buttons für Listenelemente entfernt, was aber nicht bedeutet, dass das HTML-Element selber verboten ist. Es ist nur nicht über das UI selber auswählbar im Visivic Editor. Wenn ich das eben möchte, dann muss ich das Element auch durch den Filter entfernen. So. Ja. Eine Frage. Ja? Wenn ich irgendwo ein Element habe, das ich speziell bearbeiten möchte, ich möchte den Quelltext bearbeiten, hält den Drupal oder ist das nächste Mal irgendwie modifiziert? Grundsätzlich Drupal speichert genau das, was entgegenkommt vom Browser. Der Punkt ist nur, ich kann auch im CK-Editor zum Beispiel auf Quelltext wechseln oder ich kann zum Beispiel mir ein Textformat Quelltext definieren, das keinen CK-Editor verwendet und nur ein Feld anzeigt. Was aber passieren kann, ist, wenn ich wieder auf CK-Editor umschalte, dass der dann das Markup wieder verändert. Wenn ich mal auf Quelltext war, komme ich jetzt mal wieder rein auf Quelltext. Genau. Also das Beste ist in diesem Fall überhaupt, wirklich sich ein Eingabeformat, ein Textformat Quelltext zu erstellen, auf das umzuschalten, dann bleibt das auch immer so. Ja, bei WordPress geht es im Endeffekt nämlich so, dass man manchmal auf Quelltext geht, ändert irgendwas und das nächste Mal kommt man rein und ist anders. Ja, es gibt meistens zwei Möglichkeiten, auf Quelltext zu gehen. Die eine ist, den Editor selbst in einen Quelltext-Modus zu schalten. Das ist der Punkt, wo dann Drupal oder die Session sich das oft nicht merkt, bin ich jetzt im Quelltext oder nicht. Die andere Möglichkeit ist ein eigenes Textformat Quelltext, wo am besten gar kein Editor verwendet wird und dann bleibt das auch immer so. So. Wir haben gerade schon im Rahmen der Textformate kurz über Permissions gesprochen, beziehungsweise über Benutzerberechtigungen. Textformate, wie wir es gerade eben gesehen haben, werden für gewisse Benutzerrollen aktiviert bzw. deaktiviert. Diese Permissions laufen in Drupal grundsätzlich über Benutzerrollen. Das heißt, um Benutzerberechtigungen zu definieren, lege ich zunächst eine Benutzerrolle an oder verwende eine von den bereits vorhandenen Benutzerrollen. Wir haben als statische Benutzerrollen, die fix im System vorgegeben sind, einmal den authentifizierten User, das ist jeder User, der auf der Seite eingeloggt ist, unabhängig von seiner eigentlichen Benutzerrolle. Dann den anonymen User, den nicht authentifizierten Benutzer, das betrifft eben jeden User, der nicht auf der Seite aktuell eingeloggt ist. Und wenn wir das Standardprofil verwenden, auch noch den Administrator als Benutzerrolle, der unabhängig von den anderen Benutzerrollen eben Permissions zugewiesen bekommen kann. Zusätzlich dazu lassen sich jeweils neue Benutzerrollen definieren. Diese Benutzerrollen bekommen dann die Permissions zugewiesen und wiederum die Benutzerrollen werden an ein Benutzerprofil zugewiesen. Das heißt, sobald ich einen User anlege, beziehungsweise den User sich auf meiner Seite registriert, kann ich ihm eine Benutzerrolle zuweisen, zum Beispiel Editor, Redakteur oder Administrator, und abhängig davon, welche Benutzerrolle er im Endeffekt zugewiesen bekommen hat oder auch mehrere Benutzerrollen, wird eben dann errechnet, ob eine gewisse Aktion durchgeführt werden kann, aufgrund der Permissions, die eben diesen Rollen zugewiesen sind. Was vielleicht ein Unterschied zu anderen Systemen ist, Benutzerrollen in Drupal sind nicht hierarchisch. In einigen Content-Management-Systemen hat man zum Beispiel die Rolle des anonymen Benutzers und davon leitet sich ab die Rolle des Editors und davon leitet sich ab die Rolle des Administrators und es kommen immer nur Berechtigungen hinzu. In Drupal sind die Rollen selbst eindimensional. Man kann aber mehrere Rollen einem Benutzer hinzufügen. Das heißt, es kommt dann zu keiner Verwirrung, welche Berechtigung wird jetzt über Rollen vererbt, sondern Rollen haben immer Berechtigungen, aber Benutzer haben mehrere Rollen. Eine Frage bitte. Ja, in Drupal 6 war es so, die 7 habe ich noch nicht ausprobiert, aber wenn man eine Berechtigung einen normalen eingeloggten User zu geben hat, hat das ein Moderator oder irgendein ein Editor oder Redakteur hat dann die Rolle automatisch dazu bekommen. Genau, ja, die Frage war der authentifizierte Benutzer in Drupal 6 und 7 und genauso funktioniert es auch in Drupal 8, ist eine spezielle Rolle, die ihre Berechtigungen an alle Benutzer weitergibt. Der authentifizierte Benutzer als Rolle kann auch nicht entfernt werden, sondern das bedeutet einfach, das System kennt den Benutzer und das ist sozusagen die Rolle 0. Und um jetzt zum Beispiel zu erwirken, dass nicht ein
Moderator automatisch alle Berechtigungen des authentifizierten Benutzers hat, ist es zum Beispiel klüger, eine weitere Benutzerrolle einzufügen und dieser nachher die zusätzlichen Berechtigungen zu geben, und das System lässt sich so konfigurieren, dass ein neuer Benutzer, der sich anmeldet, automatisch diese Rolle zusätzlich bekommt. Damit kann man den Effekt entfernen, dass man jetzt sagt, man hat jetzt zum Beispiel normale Seiten-User, die bestimmte Funktionen benutzen dürfen, die Moderatoren aber gar nicht haben sollen. Und damit lässt sich das dann lösen. Hier sehen wir jetzt den User, den wir vorhin angelegt haben, als wir die Seite installiert haben. Mich in dem Fall. Und wir sehen auch dort direkt, dass die Administratorenrolle mir zugewiesen wurde. Die kann ich jetzt hier entfernen. Werde ich jetzt nicht tun, obwohl es dadurch, dass ich der erste Benutzer auf der Seite, für mich jetzt keine großen Auswirkungen hätte. Das gleiche Formular bietet sich mir dann eben, wenn ich andere User konfiguriere. Die Benutzerrollen selber lassen sich hier einsehen bzw. editieren. Ich kann neue Rollen hinzufügen, ich kann die bestehenden Rollen umbezeichnen oder aber ich kann den bestehenden Rollen eben dann Berechtigung zuweisen. Das geht in dieser Ansicht. Hier sehen wir eine tabellarische Übersicht aller Berechtigungen, die von den Modulen, die aktuell auf der Seite installiert sind, bereitgestellt werden. Anhand der Checkboxen definiere ich dann eben, für welche Rolle, die sehen wir hier, welche Berechtigungen zugewiesen werden. Die Permissions selber sind kategorisiert nach den Modulen, von denen sie stammen. In dem Fall, wo wir jetzt gerade eben von den Nodes gesprochen haben und den Inhaltstypen, habe ich automatisch generiert von dem Node-Modul an dieser Stelle die verschiedensten inhaltstypbezogenen Berechtigungen. Das heißt, ich kann ganz granular definieren, ob ein gewisser User eine Seite erstellen darf, ob er sie bearbeiten darf, ob er sie löschen darf, ob er nur seine eigenen bearbeiten darf, ob er nur seine eigenen löschen darf und ob er neue erstellen kann. Und wesentlich mehr Permissions noch, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen werden. Relevant wird das jetzt in unserem Projekt, das wir jetzt hier aufgesetzt haben, beziehungsweise noch aufsetzen werden. Unser Ziel ist es heute, ein Site-Building komplett einmal durchzuspielen für ein spezielles Feature. Und zwar ist es unser Ziel heute, ein Bewertungssystem, einen Bewertungsinhaltstypen zu definieren, der von unseren Zuhörern heute hier dann auch verwendet werden kann. Das heißt, die Seite selber ist über das Internet erreichbar. Die wird bei uns gerade gehostet auf einer kleinen Instanz. Und der Inhaltstyp, den wir dort bereitstellen werden, der wird ein Listenfeld beinhalten mit einem Bewertungs-Integerfeld, einem Textfeld, einem kurzen Kommentar. Und den werden wir dann in verschiedenen Views auf der Seite darstellen, in Blöcken platzieren und dann über das Permission-System für anonyme User zum Erstellen freigeben. Und es geht letztendlich darum, dass jeder hier unseren Vortrag dann bewerten kann damit und Kommentare dazu abgeben kann. So ist es. So. Die Seite, auf der wir uns dann bewegen, ist datadays.sensations.at. Die ist jetzt so auch erreichbar, das heißt, über das iPad oder über das iPhone oder über ein Android-Gerät auch, meinetwegen. Und auf dieser Seite werden wir jetzt alle weiteren Schritte vornehmen. Wie wir bereits gesehen haben, auch auf dieser Seite Standard-Installationsprofil verwendet. Wir haben die zwei Inhaltstypen, die vom Installationsprofil mitgeliefert wurden. Wir werden jetzt aber unseren eigenen Inhaltstypen anlegen. Normalerweise ist es Good Practice, wenn wir als Standardsprache, als Ausgangssprache Englisch haben, wie es in dem Fall jetzt der Fall ist, auch dann die Sachen auf Englisch zu bezeichnen. Und später zu übersetzen. Das werden wir jetzt heute nicht tun. Somit habe ich jetzt gerade einen neuen Inhaltstyp angelegt und kann jetzt im nächsten Schritt die Felder konfigurieren, die eben für diesen Inhaltstyp bereitstehen sollen. Das Bodyfeld in unserem Fall hier stellt dann das Kommentarfeld dar. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, dieses Feld für diesen einen Inhaltstypen umzubezeichnen in Kommentar. Und können jetzt dann eben neue Felder, also neue Datenelemente zu unserem Inhaltstyp hinzufügen. In erster Linie brauchen wir also ein Bewertungsfeld. Wir werden ein Sternbewertungssystem verwenden, 1 bis 5 Sterne.
Und im nächsten Schritt kann ich jetzt konfigurieren, welche Werte für dieses Feld zur Verfügung stehen. Ich möchte eben 1 bis 5 definiert haben. Die einfachste Möglichkeit, das darzustellen, ist einfach einen Wert pro Zeile zu definieren. Alternativ bietet mir Drupal auch die Möglichkeit, über einen Syntax, indem ich eben mit einem vertikalen Strich den Label, also den angezeigten Wert von dem eigentlichen in der Datenbank abgespeicherten Wert trenne. In dem Fall wollen wir aber nur die Ausgabe der einzelnen Integer-Felder selber. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einen Helptext, einen kleinen Kommentar zu dem Feld einzutippen. In dem Fall definiere ich das Feld jetzt als ein Required Field. Das bedeutet, es ist zwingend notwendig, das Feld auszufüllen. In anderen Fall lässt sich das Formular nicht abschicken. So, und was als weiteres Feld für eine Bewertung natürlich notwendig ist, da ich jetzt nicht von dem, was der Sebastian sagt, mit in den Dreck gezogen werden möchte, werden wir die Bewertungen trennen. Das heißt, man muss auch noch auswählen, welche Person man im Speziellen bewertet. Und dazu benutzen wir das Entity Reference Field. Das ist ein spezieller Feldtyp, der dazu verwendet wird, andere Datenobjekte im System zu referenzieren. Das bedeutet, ich muss nicht einen Namen eingeben, sondern ich stelle eine Verbindung zum Benutzer-Account her. Das heißt Entity Type User. Und das System bietet dann im Gegensatz zum normalen Listenfeld automatisch Eingabeformulare her, die schon die vorhandenen Daten in der Benutzertabelle durchsuchen und eine Auswahl dort sehr einfach machen. Das Formular, das wir jetzt präsentiert bekommen, wenn wir eine neue Bewertung hinzufügen, sieht aktuell so aus. Wie bereits erwähnt, wir sind an den Titel gebunden. Der Titel wird dargestellt deshalb, weil jeder Node-Type in Drupal einen Titel zwangsläufig zugewiesen bekommt. Wir haben das Kommentarfeld, wir haben das Bewertungsfeld, aktuell als Dropdown. Das ist vielleicht noch nicht so schön, das werden wir gleich ändern. Und wir haben ein Autocomplete-Feld, das den Vortragenden auswählen lässt. Da wir jetzt vielleicht, hat jetzt einer von euch meinen Namen vergessen, das so nicht darstellen wollen, werden wir auch hier auf ein Select-Dropdown-Feld wechseln. Das tun wir jetzt. Wie bereits erwähnt, lassen sich diese einzelnen Felder in Drupal 8 nun auch über die Form-Modes, die Form-View-Modes, editieren. Ich kann hier auswählen, welches Widget für den einzelnen Feldtyp definiert wird oder ausgewählt wird. In dem Fall beim Vortragenden, wie gesagt, wie bereits erwähnt, möchte ich eine Select-Liste angezeigt bekommen und bei den Sternen Checkboxes, beziehungsweise dadurch, dass wir hier nur einen Wert zur Verfügung stellen, Radio-Buttons. Das hat jetzt folgende Auswirkung auf das Formular. Wie die Sterne jetzt hier so präsentiert werden, und der Vortragende für mich so dargestellt wird, als Dropdown. So. Wir fügen jetzt meine erste Bewertung ein. Wollen wir jetzt was Positives schreiben? Oder was? ihr redet zu langsam. Ein Stern. Ja? Philipp, nicht ich. So, jetzt wurde der Inhalt angelegt und er landet auch gleich auf der Startseite. Das ist jetzt etwas, was ich in diesem Fall nicht befürworten kann. Und das war früher nicht so. Drupal 6 und 7, in Drupal 8 sind alle Auflistungen auch schon Views. Das bedeutet auch, die Startseite ist in Wirklichkeit eine View, die wir, ohne programmieren zu müssen, verändern können. Und damit sehen wir uns als erstes das View-Interface an. Views sind Listen. Views ist das Modul inzwischen im Drupal Core, mit dem Auflistungen von Inhalten in allen möglichen Formen generiert werden können. In diesem Fall suchen wir die View Frontpage. Ja, Frage nochmal.
das tun wir als Genau, das tun wir genauso. Ein grundlegender Punkt in Drupal, Entschuldigung, die Frage ist nicht wiederholt worden, die Frage war, ob es eine Möglichkeit gibt, den Inhalt woanders zu platzieren als auf der Startseite. Ganz grundlegend von der Modellierung in Drupal selbst, man platziert in Drupal nicht einen Inhalt irgendwo, sondern man erstellt den Inhalt und konfiguriert das System so, dass es den Inhalt dort anzeigt, wo man ihn haben will. Da kommen genau diese Views ins Spiel. Views sind gefilterte Listen, sortierte Listen, die nach bestimmten Inhalten mit Parametern suchen und diese dort ausgeben. Das heißt, auch wenn der Inhalt erstellt wurde, kann ich im Nachhinein von außen verändern, wo wird dieser Inhalt dargestellt. Das ist das Views-Interface. Es ist vielleicht etwas einschüchternd, ist aber eines der wichtigsten Instrumente in Drupal. Ich kann damit definieren, ob ich grundsätzlich, die Frontpage ist eine Seite. Das heißt, Views erstellt die ganze Seite, mit die von einem bestimmten Pfad ausgegeben wird. Und in diesem Fall wird zum Beispiel das Format Teaser, das heißt der Anrisstext, der Artikel ausgegeben. Unser Problem ist jetzt, sämtliche Notes werden auf der Startseite ausgegeben. Wir wollen aber bitte die Kommentare nicht ausgeben, bevor wir nicht geprüft haben, ob sie des Ausgebens würdig sind. Das bedeutet, wir fügen einen weiteren Filter hinzu. Und zwar filtern wir auf Basis des Content Types oder Inhaltstyps und sagen, okay, es darf nicht Bewertung sein. Damit haben wir diese View umkonfiguriert, speichern. Kann ich das auch abhängen vom Endgerät machen, so im Browser? Nein. Oder, also die Frage war. Ich mache das in Zukunft jetzt. Ja, bitte. Die Frage war, ob abhängig des Endgeräts auch gefiltert werden kann. Das ist eine sehr interessante Frage, die auch jetzt in Drupal 7 immer wieder aufkommt. Das Problem ist, das Endgerät selber ist nichts, was an das Backend, an den Server mitgeliefert wird. Es wird zwar Informationen über den User Agent, über den Browser, der auf die Seite zugreift, mitgeliefert. Das ist aber nur eine sehr vage Information. Das heißt, ich kann nicht hundertprozentig sicher sein, dass A, aktuell und B, auch in der Zukunft, alle Geräte, die ich wirklich treffen will mit dieser Auswahl, mit diesem Filter, auch wirklich getroffen werden. Responsive Design ist eben etwas, was im Frontend passiert oder passieren sollte und daher keine Auswirkungen darauf haben sollte, was am Server im Endeffekt passiert. Im Rendering im Frontend ja, das heißt, ich kann dann die Darstellung, wie etwas dargestellt wird, ändern, aber nicht, was dargestellt wird. Ich kann zwar modellieren, wie es dargestellt wird, aber nicht was. Und mein Argument dazu ist auch immer, wenn ich überlege, ob ich im Frontend etwas ausblenden möchte zum Beispiel, dann muss ich mir überlegen, ob dieser Inhalt für die Seite überhaupt einen Wert hat. Weil wenn ich mich entscheide, etwas auszublenden, ist vielleicht die Strategie dahinter von Grund auf falsch. Denn wenn ich meinem User am Mobilgerät etwas vorenthalten will, ja, das ist eine Philosophiefrage, würde ich mal behaupten. Und was auch ein ganz einfacher technischer Grund ist, so etwas nicht zu tun, das würde jegliches Caching obsolet machen. Im Normalfall werden Webseiten für anonyme Benutzer von einem Reverse-Proxy gecached und schnell ausgeliefert, ohne dass Drupal jemals was davon mitbekommt. Und wenn wir jetzt aber bei jeder Seitenausgabe den User Agent mit einbeziehen müssten, könnten wir nicht mehr cachen. Und das ist der vermutlich einfachste Grund, das nicht zu tun. Wozu wir in einer späteren Session vielleicht noch kommen zum Thema Theming. Drupal bietet ein paar Möglichkeiten, genau diese Anwendungsfälle im Frontend zu lösen. Das hat aber jetzt nichts mit Zeitbildung zu tun. Um die Frage erstmal zu beantworten, ja, es ist theoretisch möglich. Sollte man das machen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir diesen Filter hier hinzugefügt. Unsere View, oh, die habe ich schon gespeichert auch. Das heißt, die Fehlinformation ist jetzt von der Startseite hoffentlich verschwunden. Ja, genau. So, jetzt wollen wir natürlich, dass Leute Bewertungen abgeben können und das Ganze ein bisschen prominenter gestalten. Das heißt, Punkt 1, man muss sich nicht dazu anmelden, um eine Bewertung abgeben zu können. Dazu sehen wir uns, wie schon vorher gesehen, die Permissions an. Und zwar müssen wir einfach beim Inhaltstyp Bewertung und Create New Content
dem anonymen Benutzer die Berechtigung geben, du darfst diesen Inhalt erstellen. Das bedeutet, Benutzer, die sich nicht an der Seite anmelden, sondern einfach nur hin navigieren, haben aus Systemsicht automatisch die Rolle anonymer Benutzer. Und wir ermöglichen jetzt anonymen Benutzern, Bewertungen zu schreiben. Um das einmal zu demonstrieren, müssen wir jetzt natürlich eine anonyme Session starten. Beziehungsweise jetzt wäre auch der Zeitpunkt, wo man am Handy schon dann einen Inhalt erstellen kann. Als anonymer Benutzer bekomme ich jetzt hier angeboten Add Content und habe dort aber nur, weil ich eben anonymer User bin, einerseits die Editieroberfläche im Frontend, ich werde nicht ins Backend geleitet, weil ich nicht Administrator bin oder Redakteur bin. Und als zweites, ich habe keinen von den anderen Inhaltstypen, die nicht für anonyme Benutzer freigeschaltet sind, zur Auswahl. Jetzt haben wir auch hier wieder unseren Titel und Entschuldigung. Und das Kommentar enthält jetzt keinen Editor, weil die Textformate mit Editoren nicht für anonyme Benutzer freigeschaltet wurden. Das heißt, hier ist jetzt rein nur eine sehr vereinfachte Eingabe möglich und wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass ein anonymer Benutzer mit invaliden HTML-Tags unsere Seite zerstört. Sebastian redet zu schnell. Ja. Kriegt trotzdem 5 Punkte. Gut, jetzt habe ich hier meine Bewertung. Wird auf der Startseite natürlich nicht angezeigt, weil wir sie vorher rausgefiltert haben. Was jetzt noch ist, dieses Ad-Content ist für unsere Zwecke jetzt zu wenig präsent. Das heißt, wir wollen die Bewertungsmöglichkeit natürlich ein wenig populärer machen und dazu fügen wir einen Menüpunkt hinzu. Menüs in Drupal sind kein wirklich integraler Bestandteil der Datenstruktur, sondern sind eigentlich eine eigene Funktion, eine hierarchische Sammlung von Links, die auf irgendwelche Seiten im System zeigen. Das müssen jetzt nicht zwingend Inhalte sein, das können auch Pfade zu Formularen sein oder eigentlich beliebigen anderen Funktionen. Das heißt, wenn man von anderen Content-Management-Systemen kommt, wo das Menü und die Baumstruktur ein sehr integraler Bestandteil ist, in Drupal ist das nicht so. Es ist mehr oder weniger eine Zusatzfunktion. Und um jetzt, wenn wir zur Seite zurückschauen, auf die Startseite. Wir haben da oben, wo der Home-Button ist, das ist momentan, hier wird standardmäßig das Hauptmenü angezeigt. Menüs, man kann mehrere Menüs erstellen, wenn man das braucht. Und man kann Menüs auch beliebig als Blöcke auf der Seite platzieren. Und in diesem Fall wollen wir jetzt einfach einen zusätzlichen Link im Hauptmenü hinzufügen. Main Navigation. Und zwar den Linktitel bewerten. Der Pfad, das muss man sich dann eben aus dem System heraussuchen, ist in diesem Fall Node Add Bewertung, also einen weiteren Inhalt vom Node vom Typ Bewertung anlegen. Und damit wurde der Link eingefügt. Wir möchten an dieser Stelle nochmal einladen, wer Lust hat, kann gerne auf die Seite gehen und dort mit dem Formular ein bisschen rumspielen, Inhalte eingeben. Ansonsten machen wir das. So, was jetzt natürlich dann interessant ist, ist, wer hat welche Bewertungen bekommen und wie viele davon. Wie schon vorher erwähnt, Ansichten auf Deutsch oder Views auf Englisch ist das zentrale Element oder das zentrale Modul, um im Prinzip immer dann, wenn ich nicht weiß, wie oft oder wie viele Elemente eine Liste enthalten wird, ist Views der richtige Weg, um diese darzustellen. Views kann Inhalte oder prinzipiell Content Entities verschiedenster Form, nicht nur Nodes, auch User zum Beispiel, darstellen, in verschiedenen Formen darstellen. Das bedeutet, man kann entweder einen View-Mode verwenden, wie es vorher schon vorgekommen ist. Das heißt, ich definiere einen View-Mode Raster oder Liste und Vollansicht für meinen Inhaltstyp und kann dann
wenn ich eine View generiere, die bestimmte Inhalte anzeigt, auswählen, welche Darstellungsform sie wählen soll. Man kann natürlich sortieren, man kann Filterformulare automatisch hinzufügen, dass der Benutzer selbst die Liste filtern kann. Man kann Aggregationsfunktionen in Views verwenden, das heißt, ich kann summieren, addieren, Durchschnitte berechnen. Und was aktuell noch nicht funktioniert in Drupal? Was aktuell gerade in der Drupal, wir hätten es gern hergezeigt, aber in der aktuellen Beta 2 ist ein Fehler vorhanden, dass das nicht funktioniert. Und man kann auch Kontextfilter verwenden, das heißt, ich kann eine View, wenn ich sie auf einer Seite dazu einblende, zum Beispiel den aktuell angezeigten Inhalt als Kontext nehmen. Das ist ein Beispiel, das wir dann auch zeigen werden. Als Kontext bedeutet dann in dem Fall, ich kann einen Wert aus dem Menüpfad, in dem Fall zum Beispiel, wenn ich auf ein User-Profil navigiere, User 1, kann ich diesen Wert User 1 an die View übergeben und dort weiterverarbeiten und zum Beispiel Inhalte filtern, die von diesem User erstellt wurden. So, wir wollen jetzt im ersten Schritt einfach einen Block, der uns die drei aktuellsten Bewertungen ausgibt, definieren. Wir stellen jetzt eine neue View, die zeigt, soll uns anzeigen Content vom Typ Bewertung, die neuesten zuerst. Das sind alles Funktionen des Views Wizard, die mir dann vorbefüllt werden, die ich dann nicht mehr konfigurieren muss im User Interface. Und ich möchte einen Block dafür generieren, den ich dann wiederum auf der Seite platzieren kann, an einem beliebigen Ort. Mir werden 5 Elemente dann angezeigt werden. Und was ich anzeigen möchte, ist nur die Titel der Bewertung von den Usern, die dort eingegeben wurden. Da hinten gab es eine Frage. Habe ich das richtig verstanden? Das Sorted By, dieses Sortieralgorithmus, den kann ich definieren? Das ist jetzt der Wizard, in dem wir uns... Die Frage war, ob ich den Sortieralgorithmus definieren kann. Und die Antwort ist... Ja, wir befinden uns gerade im Wizard. Das bedeutet, ich kann hier jetzt gewisse populäre Funktionen vorauswählen und die dann in der View schon vorkonfiguriert sind. Ich könnte jetzt auch hier diese beiden oder diese Checkboxen unausgewählt lassen und nur den View-Container selber erstmal erstellen und dann im nächsten Schritt meine View konfigurieren und diese Page anlegen, diesen Block anlegen und dort die Filterfunktion, Sortierfunktion definieren. Das wird mir jetzt in dem Schritt abgenommen. Das heißt, in dem Fall die Option Unformatted List, Darstellung als Fields, und zwar nur der Titel und die Sortierung nach dem Datum, an dem der Inhalt erstellt wurde, sind jetzt eben schon drin. Ich könnte jetzt dieses Sortierkriterium natürlich entfernen und ein neues hinzufügen oder ein weiteres hinzufügen. Ja. Im Endeffekt, was wir hier tun, wir konfigurieren Datenbankabfragen. Was ich hier eingebe, wird nachher in eine Datenbankabfrage, in dem Fall eine SQL-Abfrage, umübersetzt und dann die Daten wiederum dann manipuliert anhand dessen, was ich bei dem Formatter definiert habe. Kann ich auf dieser Ebene hinunter, kann ich sagen, ich möchte das SQL selber formulieren? Wenn man das SQL selber formulieren möchte... Die Frage war? Die Frage war, ob das SQL auch selber formuliert werden darf oder kann. Ich habe die Möglichkeit, in Views zu definieren, in der Konfiguration von Views, dass mir die SQL-Abfrage hier präsentiert wird. In dem Moment, wo ich mich aber in Views befinde, wird die Abfrage selber generiert. Es gibt in Views ein System, das nennt sich Hooks, Alter Hooks. Da hätte ich die Möglichkeit, diese Abfrage zu verändern nach gewissen Kriterien. Auf Code-Ebene. Aber wenn ich das tue, dann stellt sich mir die Frage, warum definiere ich die View überhaupt erst über das UI und schreibe nicht die Abfrage direkt selber in einem Modul zum Beispiel. Ja? Vielleicht ein Punkt, selbst wenn man im Code arbeitet, wird man in Drupal 8 selten eine SQL-Abfrage selbst schreiben. Für Listen. Für Listen. Da man dieses, wie vorher schon erwähnt, die Entity-API zur Verfügung hat, die Abfragen auch schon abstrahiert und das ist eigentlich sehr viel schneller und verlässlicher, das zu verwenden. Ein wichtiger Punkt ist auch die Erweiterbarkeit in Zukunft. Das heißt, wenn ich jetzt eine View erstelle und der Kunde in Zukunft ein weiteres Feld in einer Tabelle angezeigt haben möchte, zum Beispiel wenn ich einen Webshop implementiere und dort eine weitere Spalte in der Shopping Cart anzeigen möchte, kann ich das ganz einfach über das User Interface später noch erweitern. Wohingegen, wenn ich das in ein Modul machen würde, wieder in das Modul gehen müsste, den Code anpassen müsste, die Ausgabe anpassen müsste, etc. Das wird mir hier abgenommen. Gut. Wir befinden uns jetzt bei 4 Minuten über der Zeit. Das bedeutet, wir werden jetzt noch kurz diesen Block anlegen und dann eine Pause einschieben. Nico gibt den Daumen hoch, dann machen wir das jetzt.
Vielleicht kurz noch, das haben wir vorher nicht fertig erwähnt, Views haben wie gesagt verschiedene Ausgabeformate. Standardmäßig dabei sind der View-Mode, das heißt, man gibt einfach eine Entität oder eine Node so aus, wie er ausgegeben würde vom System. Oder auch die andere Variante ist Fields. Das ist dann, da kann man wirklich die einzelnen Felder, die man ausgeben will, wählen. Weitere Module liefern dann oft auch noch weitere Views, Ausgabeformate hinzu. Ganz populär zum Beispiel in Drupal 7 waren noch die Mapping-Module, die dann ein Ausgabeformat hinzufügen. Okay, ich will meine Nodes auf eine Google Map malen. Das würde ganz einfach so funktionieren, dass ich in meinem Inhaltstypen dann ein Feld definiere, in dem ich eine Adresse über ein Geofield, das dann über ein Modul bereitgestellt würde, eingebe. Diese Adresse wird dann in Koordinaten übersetzt und ermöglicht dann das Platzieren von diesen Inhalten auf der Map. Und dann klicke ich auf einen von diesen Map-Markern und dann wird mir zum Beispiel der Inhalt präsentiert unter diesem Marker. Gut. So, jetzt haben wir hier wie gesagt immer noch die Block-View. Hier werden aktuell die Bewertungen ausgegeben. Wenn ich hier mal runterschaue, sehe ich hier eine Preview der Bewertung. Oh, ich sehe auch, es haben schon Leute Bewertungen eingegeben, die mir jetzt hier ausgegeben werden. Wenn ich diese View jetzt abspeichere, können wir sie im Block-Interface anzeigen, womit wir mal zu einem sehr wichtigen Punkt im Drupal Site Building kommen, Blöcke. Blöcke, inzwischen ist alles ein Block in Drupal oder nahezu. Blöcke sind einfach Seitenelemente, die man auf der Seite positionieren kann, im Layout positionieren kann und die im Prinzip von Modulen oder vom Code bereitgestellt werden und Daten in beliebiger Form anzeigen können, prinzipiell. Was in Drupal 8 jetzt völlig neu ist und eigentlich muss man sich ein bisschen schämen, dass man das so erwähnt, aber man kann jetzt Blöcke mehrfach platzieren. Das war bisher nicht möglich. Es gab ein Block-Instance-Modul. Ja, aber es war nur über Umwege und das ist eigentlich etwas, was man vielleicht erwarten würde, dass es gleich funktioniert. Tut es jetzt auch. Und man kann Blöcke anhand von Sichtbarkeitsregeln definieren, wann sie angezeigt werden, wann sie nicht angezeigt werden. Auf Basis zum Beispiel bestimmte Benutzerrollen stehen bestimmte Blöcke, nur auf bestimmten Seiten möchte ich bestimmte Blöcke. Diese Regeln sind im Code prinzipiell auch erweiterbar. Das sprengt jetzt aber den Scope von diesem Vortrag. Wir haben jetzt hier die View, die wir gerade definiert haben, als Block. Genau, also das Modul Views erstellt für alle konfigurierten Blöcke, stellt es automatisch Blöcke hier zur Verfügung. Also so funktioniert der Zusammenhang. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, diesen Block eben zu platzieren. Ich entscheide mich jetzt, diesen Block ohne Titel, machen wir mit Titel, auf der Startseite nur anzuzeigen, und zwar in der Sidebar, in der zweiten Sidebar auf der rechten Seite. Hier haben wir jetzt die Visibility Rules, die gerade eben erwähnt wurden, die Sichtbarkeitsregeln. Ich kann hier definieren, dass der Block jetzt nur auf der Liste Pages, also in dem Fall die Frontpage, angezeigt wird. Und ich definiere die Second Sidebar als den Ort, an dem es platziert werden soll. Wenn ich die Blockliste jetzt wiederum abspeichere, die Seite zurückgehe, erhalte ich jetzt hier den Block mit den letzten 5 Bewertungen. Gut, und damit denke ich, machen wir jetzt hier die Pause.